Jetzt habe ich 30 Frames. Das ist super. Was soll das? Egal, du kannst es halt. Wir schaffen das Spiel auch mit 30 Frames. Na, aber das ruckelt voll. Ich sehe es immer noch so, wie ich vorher gesehen habe. Aber egal, das sind ja deine Augen. Du schaffst es schon. Was ist denn los jetzt hier? So eine Kacke. Okay, pass auf. Kack, yes. Ja, kack, yes, genau. So, hast du doch gesagt, das musst du 500 Mal sagen, dann darfst du das auch irgendwie als Patent anmelden. Genau. Aber nur dann. Ja, so richtig toll, den Mauszeiger, ne? Ach nee, den hat... 60 Frames, so. Ich hoffe, den Mauszeiger hast du ausgestellt, sonst ist das voll professionell. Das mach ich nächstes Mal. Guck mal, was da steht. Schnell. Okay. Hi. Nein, sprech ihn gar nicht erst an. Okay, ich geh dran vorbei. Ich rede ja. Ja, der Yo, ist viel netter. Yo! Boxy young, but this knowledge of Pokémon is for real. Ey, for real, ey. Er ist voll der Rapper. Ey, voll flying Typ, ah, super effective, man. Da. Bitch. Wollen wir hier an der Schnauze? Ja, na. Ja, ey, kleine Kinder. Doppelkampf. Das gefällt dir wieder, wa? Ah, Pedobär in Action. Ah, Igel, da haben wir die Drope for the win. Ja, bestes Team. Ey, voll beste. Junge. Ja. So. Schweigeminute für irgendein Pokémon, okay. Ja, das war Lidiger. Ja, Schweigeminute, los. Ach, egal, scheiß drauf. Ja, du wirst unterbrochen. Ich war das nicht. Ja, klar. Du wolltest es auch. Ich wollte gar nichts. Ich wollte nur deine Zuneigung, aber die kriege ich nicht. Tja, gibst mir auch keine Kekse mehr. Ja, eben. Aber nur weil du mich arm machst. Ich komm dir immer um die Ecke und will Kekse, so viel habe ich gar nicht. Ich bin auch nur hier, weil ich jetzt meinen Kakao hab. Ja. Ja. Da haben wir das nächste Thema. Kakao oder Tee? Tee. Schreibt's in die Kommentare. Natürlich. Das musst du mehr betonen. Das R. Schreibt. Muss ich betonen? R. R, Pirat. Und das R, ich bin ein Pirat. Thema Assassin's Creed 4 Black Flag. Ach nein, komm. Darüber reden wir später, also. Das gehört irgendwie. Ach, scheiß drauf, das ist dein Projekt. Ja, Assassin's Creed 4. Black Flag. Ja, weißt du, scheiß drauf, ist dein Projekt, aber du laberst rein. Ja. Ist halt so. Ist ja eigentlich gar nicht Assassin's Creed 4. So. Oder? Es ist ja eigentlich nur Assassin's Creed Black Flag. Ich geb dir gleich Black Flag, du. Was soll denn das sonst sein? Ich glaube nicht, dass das schon der vierte Teil ist, weil das total keinen Sinn machen würde. Aber warum denn nicht? Weil die nach dem zweiten Teil so viele Spin-Offs gemacht haben. Ja, und da war überall Ezio dabei. Jetzt ist ja nicht mehr Connor. Ja, ist mir doch scheißegal. Über was reden wir hier eigentlich? Wir streiten uns gerade über Assassin's Creed, wo du gerade irgendwelche komischen Raupis einfach so abschlachtest. Sollten wir uns nicht mehr über das Spiel unterhalten? Ja, natürlich. Wir reden über Pokémon. Um den Nährwert dieser Sendung aufrechtzuerhalten. Der Nährwert dieser Sendung? Okay. Da könnten die Leute hier auch Pappe essen. Da wäre mehr Nährwert drin als wie das hier. Also ist es scheißegal, worüber wir reden. Aber das hat immer noch mehr Nährwert als das neue YouTube-Design. Stimmt, wo wir beim nächsten interessanten Thema wären, was also uns interessant von Pokémon ablenkt. Thema jetzt nicht. Also doch, ich find's ja recht interessant. Ich find's traurig. Weil, sobald ich das neue Design auch nur höre, also den Wortlaut nicht, dass das Design irgendwelche Geräusche machen wird. Oh doch, da musst du mal die Boxen ganz auf laut drehen. Dann gehst du einfach mal auf deinen Kanal und dann hörst du so Darkwing Olivius. Klar, natürlich. Ja? Irgendeine geheime Nachricht kommt zur US Army, kommt ja, zur genau. US Army. Dann spielst du das rückwärts ab und dann hörst du den Satan. Ich werde deine Seele kriegen. Genau. Das werde ich mal probieren. Ich werde zur US Army aufnehmen und das dann rückwärts abspielen. Und wenn das dann wirklich so klappt, dann Dann machst du Geld damit. Natürlich.
verkaufst du auf Schallplatten. Ja, Schallplatten. Natürlich. Natürlich, für 5 Sekunden Text, ne? Kommt zur US Army. Das dann so als Endlosschleife für irgendwelche kleinen Kinder zum Einschlafen. Oder halt rückwärts für die kleinen Kinder. Ich krieg eure Seele. So mitten in der Nacht. Schlafen, sonst gehst du zur US Army. Nein! So, wir sind bei einem Arena-Leiter angelangt. Ja, und da nimmst du dann ausnahmsweise das Feuer-Pokémon. Soll ich? Okay. Ja. Aber ich wollte doch Habitat. Boah, ist doch scheißegal, dann nimm halt Habitat. Boah, jetzt hab ich schon gewechselt, ey. So, hab ich Habitat. Ich hab halt Delay, Mann. Ich geb dir gleich das. Delay. Außerdem hätte ich sowieso gewartet, bis du gewechselt hast. Ich hätte vielleicht sogar warten müssen, dass du so aus dem Menü rausgehst, aber dann, nee. Ach, hallo. Hallo, Buxi. Der heißt doch Kai in Deutsch, ne? Ich glaube schon, Kai. Kai hört sich besser an als Buxi. Wer nennt sein Kind denn so? Das möchte ich gerade auch sagen. Mein Kind, was ich gerade aus meiner Piep rausgequetscht habe, ist so schleimig wie ein Käfer. Ich nenn's Buxi. Bist du krank? Lass mich. Ich weiß noch ganz, ganz früher, bei früheren Parts, die jetzt auch schon ganz alt sind, hat jemand drunter geschrieben, dass ich doch nie irgendwie gute Laune ausstrahlen würde. Und jetzt habe ich mal gute Laune. Bitte. Und da lasse ich auch... Lass den Item-Mann in Ruhe. Er hat hier genauso viel zu sagen wie du. Nämlich nix. Super. Aber ich soll dir den in Ruhe lassen. Nett. Dir das gesagt hat. Der scheiß Superfunk hier. Ja, der benutzt halt auch Items. Der weiß, wie toll Items sind. Ja, der kann sie vor allem aussprechen. Tja, ist halt so. Der schleimige Käfer. Aus der mütterlichen Piep. Aus der mütterlichen Piep? Ja. Ist aber nett ausgedrückt. Böse Wörter werden ausgepiept, aber Bitch nicht. Bitch ist ja schon das Wort vieler Jugendlicher, so im Alter von 8. Bitch steht ja für Weltfrieden. Ja, Bitch vor Weltfrieden und so. Geil, Englisch. Naja. Toll, jetzt hast du es kaputt gemacht. Ja, dafür habe ich ihm Silberblick reingedrückt. Och, toll, das bringt jetzt was? Ja, jetzt kann ich mit Hydropie mit Tackle voll auf die Schnauze geben. Oh, cool. Und, na. Ja. Mann, so das bringt auf die Schnauze. Los, nein, na. Ja komm, ich muss hier ein bisschen Schutzschild aufbauen. Schnell Item. Ja, bin dabei. Beutel. Haben wir noch Supertrank, ja? Ja, haben wir. Los. Hau raus. Ist ja nicht so, als wären die für den Anfang recht teuer und so, aber nein. Hau einfach raus. Ja, das war jetzt natürlich toll. Das war super. Hau gleich noch einen drauf. Da, jetzt muss ich sagen, ich hatte Unrecht. Du wusstest bestimmt, dass der Volltreffer kommt und hast deswegen den Angriff gesenkt. Genau, das wusste ich natürlich, weil, wie wir alle wissen, beeinflusst jetzt noch der mal Volltreffer heute natürlich den Angriff. Ja. Naja. So, noch einen. Soll ich noch einen reinballern? Nein, mach einfach die Aquaknarre, dann müsstest du Step oder Heil erst. Okay, dann benutzt die Aquaknarre. Ja gut, ist ja auch mein Hydropie deswegen. Soll ich jetzt heilen? Tausch einfach zu Igel-Lava. Hau es einfach weg. Ich tausche zu Igel-Lava. Ja. Auch wenn da der Silberblick, der die Verteidigung gesenkt hat, überhaupt nichts gebraucht hat. Das war ein Heuler und der hat den Angriff gesenkt, ja. Aber davor mit deinem komischen Habitat. Ja, davor. Da hatte ich auch nichts anderes. Ja, mir doch egal. Da. Das bringt doch schon mehr. Ja, guck, aber siehst du, wie viel der Ruckzuck-Hieb abzieht? Das ist ein Feuchter. Ja, genau. Benutze den Heuler lieber später bei dem Miltern. Ja, ich denke schon wieder in die Zukunft. Du sollst das nicht machen. Geduld? Sollen wir dem Geduld lernen? Ich glaube nicht, oder? Doch, das könnte recht praktisch sein bei dem Miltern. Ich denke schon wieder an die Zukunft. Statt Lehmschelle, sagst du? Ja, komm. Die Lehmschelle brauche ich kein Schwein. Cool, ich hab Schwein gesagt. Vielleicht braucht Milopi, genau, Hydropi eine Lehmschelle. Milopi? Milotic? Ja, Milotic, genau. Das wäre ein tolles Pokémon jetzt, aber... Ja, komm.
suchen wir einfach 3 Stunden ein Barschwamm mit Aufnahme. Das wäre was. Übrigens, wir haben den Käferorden, ne? Für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ja, so mal nebenbei beim Streiten. Und ganz viel Geld, dass du jetzt sofort für irgendwelche komische Trankscheiße ausgeben kannst. Genau. Aha. Themen 40. Ach, nee. Immerhin. Ach, ja. Käfer-Pokémon sind tief. Macht voll viel Sinn. Mit dem Alten hier. Nein, nicht mit dem Reden. Ja, ich bin ja schon weg. Der tötet dich sonst, du weißt doch noch. Der Assassine mit dem Quapsel. Womit wir beim nächsten Thema wären. Assassin's Creed 4, Black Flag, haben wir ja heute noch gar nicht angesprochen. Was sagst du denn dazu? Ich freue mich drauf. Ach, wie gesagt, du sollst nicht schlürfen. Ich darf das. Habe ich jetzt mit Absicht gemacht. Ja, ja. Vorhin habe ich mich ja immer gemutet, wenn ich irgendwie die Flüssigkeiten in meinen Mund gedrückt habe. Ach so, dann werde ich das jetzt auch einfach machen. Komplett unverschämt. Ha. Ich darf halt trinken. Trinken ist wichtig. Uff, mir doch egal. Ja. Ich schlürf gleich viel lauter. Ha, okay. Schlürfkampf. Ja? Ha. Gleich, wenn du es am wenigsten erwartest. Ja, okay, ist gut. Ja. Was sollen wir jetzt tun? Also, wir schauen uns erstmal den Käferorden an. Ich würde erstmal speichern. Hab ich gerade. Hast du nicht mitbekommen in deinem Suff wieder? Nein, ich habe was getrunken. Sag ich ja. Ja. So. Übrigens wird der Käferorden auch links oben eingeblendet, ne? Dort, wo er schön ist. Ach ja, stimmt. Da hast du ja deinen tollen Rand. Eben. Ja. Jetzt halt den Rand. Links oben der tolle Rand mit Paint gemalt. Ja und? Ich kann wenigstens mit Paint malen. Ha. Da holen wir uns erstmal 5, 6, 10 Tränke. 9. Ja, für 10 haben wir nicht genug Geld. Holen wir uns 9. Nein, wir haben doch 1. Ach so. Da habe ich schon in meinem Part gesagt, ich habe lieber gerne gerade Zahlen. Und da haben sie gesagt, 5 alle... oder 6 ja, Übertränke. 5. Fünf. 5 ist aber keine gerade Zahl, du Spaß. Genau, das haben die auch gesagt. Und da habe ich gesagt, ja, ihr wisst schon, wie ich das meine, weil so 5 nur Nullen sind wichtig. Schau, kaufen wir uns die Holzkohle, ne? Die kostet natürlich ja fast gar nichts. Die findet man doch bestimmt irgendwo. Moment. Soll ich dir einen Brief schreiben? Guck mal, wir haben hier einen Topbrief. Nein, nicht schon wieder. Kein so, toller Brief. Wieso schon wieder? Habe ich das etwa schon gemacht? Ich meine ja, ich habe da sowas in Erinnerung. Ich habe da so etwas in mir, wolltest du sagen, ne? Natürlich, ich habe ständig etwas in mir. Das war mir klar. So, kommt jetzt der Rivale? Ich bin mal gespannt. Sollte ich hier nicht irgendwo Zerschneider kriegen? Nein. WSS Aprikoko, Junge. WSS? Aha, SS, geheime Nachrichten und so. Schlimm, schlimm. Wen willst du anrufen? Ich möchte gerne mehr anrufen. Ich möchte ganz viele Leute anrufen. Yay. Ich will ans Meer. Vincent will mehr. Okay. Ja. Ein wundertoller Film. Aber egal, wir reden nicht über Filme, wir reden über Pokémon. Ja, glaubst du, in Wirklichkeit tun wir das gar nicht. Ich weiß.